Und welcome back to Art of Balance. Let's play. Nein, der Part ist nicht in Englisch. Ich brauchte nur ein anderes Intro. Okay. Wir waren bei Welt C stehen geblieben. Richtig. Und da geht's jetzt weiter. Und ich hoffe, euch hat mein Weihnachtsspecial gefallen. Ich habe mich mal so überlegt, was ich so machen könnte, und da ist mir dann halt sowas eingefallen. Der Stein ist jetzt auch gefallen. Aber ins Wasser. Boom. Quatsch. Ich habe ja gesagt, ich lege da nicht so viel Wert drauf, dass ich alles spiele und euch alles zeige, sondern einfach nur die Grundstruktur von diesem Spiel. Und die müsstet ihr ja mittlerweile gut kennen. Mist. Dammit. Probieren wir mal das. Wie fail. Oh Mann. Passt nicht, kann ich gleich vergessen. Das passt aber. Gut. Jetzt muss ich aufpassen, wie ich das lege. Ja. Okay, also mit dem Dreieck muss man eigentlich anfangen. Ich hätte nämlich sonst keine andere Idee. Stopp. Danke. Die ist ein bisschen nervig, die Sonne blendet. Aber na gut. Trotzdem geschafft. Ich will zumindest in den Welten immer das grüne Puzzle erreichen. Das wäre schon ganz schön. Das war ganz schön fail. Tja, wie machen wir das? Das ist blöd, ne? Geht. Hält. Perfekto. Und jetzt kommt das letzte Level. Oh, das sind eine Menge Steine. Genau. Jetzt haben wir nur noch feste Steine, das ist gut. Hält. Auch wenn es sehr instabil aussieht. Achso. Ah ne, wir können ja schon die nächste Welt spielen. Machen wir gleich. Probier noch eben das Level. Achso, wir müssen wieder Turm bauen. In die Höhe. Und das wird nicht halten. Nö. Ich
Anfang war dämlich. Blödes Teil. Der Ansatz ist aber gar nicht mehr schlecht. Ein Problem. Wo setze ich den hin? Mist. Ich muss damit irgendwie höher kommen. Nein, nicht geben, nein. Mann. Okay, try again. Ein bisschen sauberer hinsetzen. Und naja. Das wird gar nichts. Okay. Ich muss den eher ausbalancieren, damit er wieder einigermaßen gerade steht. Überhaupt nicht helfen, 100%. Wow. Rutsch dran. Ich noch ausprobieren. Damit komme ich nicht hoch genug. Nö. Außerdem spielt der ganze Mist. Ich könnte es immer probieren zu lösen. Ich lasse es jetzt einfach so und wir spielen Welt D. Und jetzt werden die Rätsel noch schwieriger.
Gut. Ah, jetzt habe ich mehr Auflagefläche, perfekt. Krachen. Jetzt muss ich erst den da hinstellen. Hoffentlich geht das. Nein. Muss mehr Gegengewicht haben. Auch Müll. Obwohl, so schlecht ist das gar nicht. Das wird zu schwer. Was halt an? Ach, komm. Das geht nicht. So was Doofes. Balance ziehe ich das halt mehr aus. Leg den Schwerpunkt anders. Seht runterfallen, richtig? Nein, jetzt nicht. Endlich. Oh, jetzt kommt was ganz Gemeines. Okay. Ah, shit, der geht kaputt. Hält aber. Kein Problem. Gut, sich jetzt theoretisch auch anders lösen können. Den linken nach rechts unten und den rechten nach links oben. Und in diesem entstandenen Platz dann den Kreis. Das hätte vielleicht auch gegangen. Aber gut, lassen wir das erstmal so. Ich hasse diese Zeitsteine. Nein, nicht runterrutschen. Oh, Mann. So. Wunder, ich mach das erst so. Dann liegt er nicht besser. Und dann kann ich nämlich den da so schön auflegen.
Wenn mir die Rätsel zu schwer werden, beende ich das Let's Play auch. Also falls es gar nicht mehr klappen sollte irgendwann. Aber ich weiß ja nicht, wie schnell das passiert. Ne, warte mal, das war Fail. Oh, was anderes. Hier müssen wir gleich doppelt das Gleichgewicht halten, denn das wird jetzt alles brechen. Quatsch. Quatsch. Oh, zwei Flipperarme. Jetzt hier nochmal was drauf packen und den Flitterarm dann hier drauf zu packen. Genau. Dann hält das auch. Welt E. Wow. Dann gehen wir in die goldene Mitte. Schauen, was da so ist. Da muss ich sehr aufpassen. Der wird brechen, der wird. Na genau. Das ist Mist. Das ist auch eine blöde Idee. Ja. Total dämlich. Das geht auch nicht. Das wird jetzt brechen. Bumm, batsch, batsch, bumm. Klappt also nicht. Na gut, dann so. Und dann so. Das dreht die sich oder was? So. Nein, nein. Also dabei bedenken, ich muss das Gleichgewicht ausbalancieren. Sollte ich jetzt zu viel auf die linke Seite packen, kippt das und die ganze Scheiße rollt runter. Das wäre schlecht. Ein Schwimmstein. Okay. Bei dem müssen wir das Gleichgewicht halten. Uns gibt die ganze Chose, so wie sie es jetzt schon wieder tut. Achso, und der Stein wird auch brechen, genau. Blub. Das war nichts. War gar nicht so dumm, so anzufangen. Mann, man muss das echt verdammt ausgleichen.
zwar jetzt. Nach links, nach links. Ach Mann. Mach. Alter Schwede. Das war gut. Das war sehr gut. Und mit diesem sehr tollen Erlebnis beenden wir jetzt diesen Part. Bis zum nächsten Mal bei Out of Balance in Welt D. Ciao.